Servus, habe die Ehre und herzlich willkommen. Mal wieder muss ich ja sagen, hier auf diesem kleinen YouTube-Kanälchen, denn was jetzt meine großen Videos anbelangt, habe ich jetzt etliche Monate oder Wochen nichts gemacht und ich war hauptsächlich in den quasi Shorts aktiv, also in den quasi Portrait-Videos. Es ist einfach quasi so viel passiert, dass ich, wenn ich ehrlich bin, weder Kraft noch auch die Zeit noch die Lust hatte, denn in den letzten Wochen bin ich mit meiner quasi wunderbaren Partnerin zusammengezogen und wir haben auch noch gleich eine größere Wohnung bezogen, wo ich jetzt hier mein eigenes kleines Reich habe. Ihr seht, es ist noch alles kahl, es dürfte auch extrem hallen. Ich arbeite daran, und zwar ist es erstmal wichtiger, Bett, Sofa und Lampen zu haben. Das Video hier mache ich etwas mal ganz kurz nutzen, so ein kleines Recap zur gestrigen Inklusionskonferenz bei Microsoft in München, denn ich war vor Ort und ich habe nicht nur meine Arbeitgeber vertreten an Firma GmbH, sondern auch mich selbst als der Startup Nerd. Und nein, ich habe keinen Talks gehalten, ich habe nichts aktiv gemacht, ich habe einfach die Zeit genutzt, um mir quasi spannende Vorträge anzuhören, um Panels anzuhören, um was Startups aus der Inklusionsszene rauszukriegen, rauszuhören, rauszufinden und auch mit denen zu reden und einfach zum Networken. Denn ja, wie ihr wisst, ich bin öfters bei Microsoft, aber jetzt durch Corona halt lang nicht mehr. Und es ist echt wieder schön, auch bekannte Gesichter wie zu sehen. Hi Magdalena. Auf jeden Fall, das Event war wirklich awesome. Es war jetzt nicht aufgehängt unter Marketing, sondern wirklich unter der quasi Interessengruppe Inklusion quasi bei Microsoft, was ja auch mit stark geführt von der allseits bekannten Franziska, aka Franzi, geführt und auch geprägt wird. Ich verlinke mal alle Namen, was ich so sage, mal unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr euch auf LinkedIn mal durchklicken, weil glaubt mir, das sind wirklich spannende Personen. Und ja, es war wirklich ein quasi schönes Event, auch wenn es natürlich bei der Premiere nicht alles so sauber quasi funktioniert hat, nicht alles so sauber geklappt hat, technischerweise und so weiter. Aber hey, es ist die Premiere, von dem her, für das war das awesome. Das Ganze hat quasi stattgefunden in Microsoft Hive, das ist deren hybrider Konferenzraum, wo wir eben quasi lokal und übers Netz, aka Teams, quasi an Konferenzen oft teilnehmen kann. Und nach Hörensagen war das quasi die Konferenz, was ja eigentlich zum Inklusivbereich selten so der quasi Fall ist, erstens lokal ausgebucht, also lokal 100, 120 quasi Personen und remote nochmal das Dreifache quasi von den lokal Anwesenden. Also ich werte das als riesengroßer Erfolg. Und auch wenn ich jetzt noch in einem kleineren oder in einem Kleinstunternehmen arbeite, mit 20 bis 50 Arbeitenden, was auch mal praktisch was zu sehen, wie läuft denn Inklusion in Großkonzernen ab? Weil ja, quasi alle quasi vom Panel und so weiter waren von Großunternehmen. Microsoft natürlich, Siemens, Axel Springer und der öffentliche Dienst, was vertreten durch Julia, was übrigens die erste gehörlose Stadträtin oder die Kommunalrätin in Bayern ist. Also hey, Julia, was super Job und ich hoffe, dass du ein großes Vorbild bist. Und wie gesagt, was mir quasi als kleiner Arbeiter in einer kleinen Firma, Anführungszeichen, war nicht bewusst, dass es bei Großunternehmen sowas gibt, quasi wie Schwerbehindertenbeauftragte, Inklusionsbeauftragte. Also Microsoft hat eine ganze Abteilung Diversity and Inclusion. Habe ich auch mal die Abkürzung gelernt, ist simpel DI, aber jetzt weiß ich wenigstens auch, was Leute meinen, wenn sie von der DI reden. Weil ich kenne eigentlich nur RD, also Research and Development. Wieder was gelernt. Ansonsten, ja, es war wirklich eine spannende quasi Sache. Es war auch wirklich so ein bisschen so, dass Inklusion nicht nur nehmen ist quasi von Menschen, welche Inklusion
brauchen, weil es ja eigentlich alle sind, sondern auch alle Parteien müssen was dafür tun, dass Inklusion quasi funktionieren kann. Und ja, quasi etliche quasi bei den Speakern waren schon etwas in den gehobenen Alter und haben mir auch erzählt, quasi, wie es in der Vergangenheit war, also vor 20, 30 Jahren. Wie war denn da Inklusion und so weiter? Und ich kann nur quasi so viel erahnen oder quasi reflektieren, dass es sich wirklich schon uts viel getan hat und deswegen, wie vielleicht auf einer guten Reise sind, aber wie alle so schön meinten, die Reise ist noch lange nicht zu Ende. Und neben diesen ganzen Metasachen, was halt auch mit quasi, wie kann man Meetings inklusiver gestalten und so weiter, waren auch quasi drei junge Startups was vor Ort. Sum AI ist mir da quasi am meisten im Kopf geblieben, wobei alle anderen auch super waren, aber die quasi beschreiben sich so wie DeepL, aber für simple Sprache. Also sprich, komplexe Texte in leicht verständliche Sätze zu transformieren. Und das ist halt nicht nur wichtig für Menschen, welche vielleicht nicht kognitiv auf 100% sind, sondern hey, oder ich versuche mich gerade ein bisschen so mit quasi Schwerbehindertengrad herum zu erklären, Behindertenausweis und so weiter. Also einfach mal abzuklären, was sind das für die Rahmen. Und ja, meinte etwa, ich verstehe diese Texte. Von dem her ist das vielleicht das beste Beispiel, um einfach aufzuzeigen, so Inklusion hat nicht immer was mit Behinderung zu tun. Zumindest nicht mit Behinderung, wie wir es jetzt in diesen Tagen, Jahren kennen. So einfach auch so mich selbst, ich bin Akademiker, juhu, nach sehr vielen Jahren, aber mich selbst behindert die quasi Formulierung quasi von manchen Texten so extrem, dass ich nicht weiterkomme. Was eigentlich auch eine Art von Exklusion ist. Und da ist es eben awesome, das was solche Startups wie was es Sun AI gibt, was es mit einer KI macht, aber halt auch andere Menschen, Agenturen, Übersetzungsbüros, was komplexe Texte ja, was verständlich machen. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich jetzt auch, glaube ich, viel mehr euch aufzeigen will in Zukunft jetzt auch. Inklusion heißt nicht immer, natürlich auch, aber nicht immer, dass es keine Stiegen gibt oder sowas. Sondern es heißt halt auch einfach, man exkludiert niemanden. Auch nicht mit Gesetzestexten, auch nicht mit Bildungsgraden. Ich meine, ein Besucher, was sie hat gemeint, hat erzählt, das war eher das Abi, wie ich auf dem zweiten Bildungsweg gemacht hat, eher als aufgeschlauter gilt, was negativ gemeint ist. Und es ist ja auch eine Art von Exklusion. Und ja, ich will einfach auch ein bisschen meine Kraft nutzen, um aufzuzeigen, was Inklusion alles bedeutet. Und dass wir vielleicht auch Inklusion mehr nutzen, als was wir eigentlich denken. Ich mag nur was so erzählen, quasi so über die Menschen, was sich aufregen, dass überall Rollstuhlrampen gebaut werden, aber dann auf ihrem Telefon die Schriftgröße höher stellen. Tada, was hat diese Person benutzt? Accessibility Features, Inklusionsfeatures. Das heißt, auch er ist ein Fall für Inklusion. Und nochmal ganz kurz zurückzukommen auf unsere leichte Sprache. Es wurde auch viel was vor Ort diskutiert, lebhaft, aber auch quasi respektvoll, was echt cool war. Und ein Satz quasi hat sich wirklich eingeprägt, und weil der halt so hart stimmt. Von leichter Sprache profitieren wie viele Millionen Deutsche? Was denkt ihr? 80 Millionen. Denn jeder oder jede quasi hat von uns nur einen Mehrgewinn, wenn Informationen quasi verständlich sind. Von dem her war es ein wirklich schönes Event, was halt wieder die Augen geöffnet hat, was Inklusion wirklich bedeutet. Und ja, sie bedeutet für jeden irgendwas anderes. Quasi für mich bedeutet es einfach, niemanden ausschließen, niemanden exkludieren, außer erst Putin. Aber ansonsten auch Brücken bauen. Und manche Brücken gehen einfacher, als was man denkt.
Eine Sache war zum Beispiel, man soll sich quasi vor Ort bitte, quasi, quasi wenn man was sagen will, mit Namen quasi, schon mit Namen quasi präsentieren, um halt auch einfach was zum Mapping zu haben. Und halt auch für Blinde, dass sie quasi Rückfragen stellen können, weil sie dann wissen, alles hat quasi Person A und B gesagt. Ich persönlich habe mich deswegen nicht gemeldet, weil ich tue mir sehr schwer, meinen Namen zu sagen. Das war ein Grund. Also quasi ist es halt so, Inklusion bedeutet für jeden was anderes. Aber dieses Event hat auch echt gezeigt, so, was State of the Art ist, was Technik leisten kann oder eben Technik nicht leisten kann. Wo man den Menschenfaktor braucht und dass die Reise gerade quasi uns am aktiv entfalten am Leben ist, aber wir noch sehr lange nicht das Ende erlebt haben. Und eben, weil wie gesagt, jetzt kommt meine Worte wieder. Ich finde, jeder Mensch auf dieser Erde ist von Inklusion oder von Exklusion betroffen. Und ich finde es schön, dass Microsoft hier angefangen hat, das so extrem nach außen zu bringen. Ich kann einfach auch nicht quasi Danke genug sagen an die ganze Orga-Team, Barbara, Gacianti, Magdalena, Franziska, whoever. Was hier wirklich was für alle was versucht, das Beste daraus zu machen. Mit quasi Audiodeskription, mit Ruheräume, quasi was für mich mit Fatigue echt super ist. Ich habe es nicht gebraucht, weil auch eben alles schön ruhig war, was schön entspannt war. Aber ja. Es tat so gut, an einer Konferenz teilzunehmen, wo man sich erst quasi nicht rechtfertigen muss, warum man jetzt Ruhe braucht oder will, und sich auch einfach frei entfalten kann, weil die ganzen Gespräche, was zwischen den Teilnehmern entstanden sind, holy moly, waren die spannend. Also wirklich spannend. Auch war es mit, hey, da kann ich auch mal was vorbeischauen. Oder hey, du denkst das Gleiche, wie zum Beispiel, ich hasse, dass viele Sachen in Autos nur sprachsteuerungsfähig sind. Ja, es ist super, dass man damit schneller wechseln kann. Nur wenn mich mein Auto nicht versteht, bringt mir es nichts und ich tausendmal durch diese In-Display-Menüs klicken muss. Wisst ihr, wie ich meine? Also es hat wirklich gut. Ich hoffe, dass es dieses Event bei 2024 auch wieder gibt. Und, so als letztes, und was für Schachtelsätze heute? Wahrscheinlich brauche ich auch von Sum AI eine einfache Sprache, quasi Übersetzung quasi auf meinen Videos. Auf jeden Fall hat es mich ermutigt weiterzumachen. Und ja, quasi, ich wachse auf TikTok nicht. Da bin ich jetzt bei 4.100 Menschen. Quasi YouTube bin ich quasi knapp über 200 und so weiter. Aber hey, wenn ich quasi ein, zwei Menschen erreichen kann quasi und die von quasi Spirit und was ich vom Engagement, was ich gerade erlebt habe und auch was sie ausstrahlen will, überzeugen kann, dass sie auch mehr aus ihrem Leben machen, weil sie quasi explodiert sind oder zumindest sie denken, sie seien explodiert, was ja auch noch ein Unterschied ist. Reale quasi Exclusion und mentale Exclusion. Ich persönlich, ich exklude mich mental viel mehr, als was ich eigentlich müsste. Hier ist auch mein Arbeitgeber quasi sehr ein Enabler und auch einer quasi, was mich aus meiner Komfortzone rausholt, aber das ist was quasi für ein anderes Video. Wie gesagt, ihr merkt, ich bin quasi echt ein Hype, nicht nur weil die quasi Konferenz so flauschig war, sondern halt auch einfach so, weil ich gemerkt habe, dass die Menschen, was das teilnehmen, es nicht wegen irgendwelchen KPIs oder Metriken macht, sondern einfach quasi, weil sie dahinter stehen. Und glaubt mir, das tat so gut, quasi einfach sich verstanden was zu fühlen, weil, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ja, ich brauche Inklusion. Fatigue, Stottern, meine Augen, ihr wisst, was ich meine. Aber ich bin mir 100% sicher, ich kann das, was ich gebe, das, was ich nehme, auch zu 100% was zurückgeben. Und so ist es doch quasi, wie wir alle leben sollen. Wir geben was, wir bekommen was. So, ich sage es nochmal Tschüss. Ich werde der Barbara oder der Gacianti noch eine längere E-Mail schreiben mit einem Feedback, weil nur durch konstruktives Feedback weiß man alles, was passieren wird, und so
und sowas, was soll ihr auch nämlich bitte was zu mir machen? Schreibt doch mir einfach mal, was interessiert euch, was interessiert euch nicht, was ist an meinen Videos kacke, was kann ich besser machen? Weil ich weiß zum Beispiel, ich muss hier unbedingt mehr mit Hall arbeiten und auch ein besseres Licht, was Installationen haben. Wird alles kommen, es braucht halt alles ein bisschen seine Zeit. Deswegen macht es gut, nochmal vielen Dank und wir sehen uns hoffentlich bald wieder als letztes Mal. Adieu, Servus und Baba.